Hallo zusammen, hier bin ich wieder, euer Gotti. Und heute gibt es, Smartphone nicht vergessen, ein Q&A. Und zwar werde ich einfach ein paar eurer Kommentare, die ihr immer fleißig unter den Videos schreibt, hier beantworten. Früher habe ich das öfters gemacht. Bitte lasst mich jetzt schon mal wissen, ob ihr dieses Format überhaupt noch mögt oder ob euch denkt, nee, tipp ein bisschen was ein, das reicht. Muss gar nicht sein. Ich denke, man kann eigentlich eine ganze Menge Wissen in kurzer Zeit da transportieren. Und natürlich sind viele der Kommentare, vor allem weil ihr immer fleißig schreibt, das heißt auch wirklich längere Kommentare statt einfach nur, hey, super, gut, cool, erster, ist sicherlich wert, die mal länger zu beantworten. Hier haben wir einige davon gesammelt und nun schauen wir mal. Bitte schreibt in die Kommentare, ob euch das Format gefällt und ob wir es weiterführen sollen. Und dementsprechend könnt ihr natürlich direkt etwas mitschreiben, was es wert ist, von mir aufgenommen zu werden. Werdet ihr dann erfahren. Mstar schreibt, mich interessiert deine Meinung zur Bierhefe, in Klammern Drogeriemarkt. Besten Dank. Drogeriemarkt hat er deswegen erwähnt, weil reine Bierhefe schädlich ist für den Menschen, aber die im Drogeriemarkt ist natürlich als Supplement bzw. als nicht nur als Nahrungsergänzungsmittel, sondern ich glaube als auch Gebrauchsgegenstand für die Küche, das werden die backenden Leute unter euch eher wissen, zu benutzen. Ich hatte damals kleine Anekdote dazu in meiner Zeit, als ich noch im heutigen Simon Teichmann Fitnessstudio, also in der Uni, der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf trainiert habe, einen darunter, das war so ein Spezi, der hat immer eine ganze Packung Bierhefe, den haben wir auch Bierhefe genannt, weggezwirbelt beim Training. Also der hatte wirklich diese gelben Tabletten, die ja wirklich einen gewissen Geruch haben und hat die wirklich immer wieder zwischen den Sätzen weggemampft. Also ich würde jetzt tippen, Legenden, an die man sich erinnert, es wären so 30 Tabletten während des Trainings schon. Und wir haben uns darüber natürlich nur lustig gemacht, wir haben davon noch nie was gehört, aber war natürlich ein recht smarter Gedanke hinter und damit kommt ihr auch schon zum Teil der Antwort. Und zwar, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das durchaus tolle Werte hat. Ihr habt da einiges an guten Mineralien drin, Vitamin B, aber vor allem, weshalb Bodybuilder das benutzen, Aminosäuren. Da wird man recht hellhörig. Ich glaube, pro Gramm ist fast die Hälfte an Aminosäuren da drin, weiß es jetzt aber nicht genau. Das heißt, wenn ihr 10 Gramm zu euch nehmt, dürftet ihr ungefähr 5 Gramm Aminos haben. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Präparate, aber das sollte so ungefähr sein. 10 Gramm ist aber schon eine Nummer, das sind schon 20 Tabletten, soweit ich weiß. Also die meisten sind, glaube ich, immer 0,5 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Und da muss man schon einiges verzehren. Und hier kommen wir auch direkt schon dann zu dem anderen Punkt. Ja, da ist viel tolles Zeug drin, hat aber einen gewissen Eigengeschmack und ist einfach überholt. Als Bodybuilder haben wir sowieso einen ganz anderes Spektrum an Supplements, auf die wir zurückgreifen. Für den Normalo da draußen, vielleicht für den Anfänger oder für den, der relativ wenig Geld hat, obwohl selbst da würde ich sagen, nein, aber mag es etwas bringen. Aber wir holen uns lieber viel effizientere Sachen. Wenn ihr Aminosäure-Tabletten habt, EAAs habt, in Pulverform habt, das ist bei weitem effizienter. Man muss sich vorstellen, wenn ich 20 Gramm EAA-Pulver irgendwo reinmische, dann habe ich fast genauso viel Gramm nun mal an Aminosäuren zu mir genommen. Das ist dann mal eben der Gegenwert von 40 Tabletten oder so, also oder noch mehr, 80 Tabletten. Also da kommen die bei weitem nicht mit hin. Und selbst wenn Bierhefe ein gutes Aminosäureprofil hat, dann haben die Aminosäuren, die ihr kaufen könnt, ein besseres bis perfektes Aminosäureprofil. Und wenn ihr auf die Vitamin B-Komplexe oder auf die Mineralien Wert legt, dann holt euch eine Vitamintablette, wo wiederum auch mehr und das in besserer Qualität drin ist und noch mit mehr ergänzt. Dann braucht man die Bierhefe nicht. Also letzten Endes würde ich jemals Bierhefe holen? Niemals. Ich nehme Supplements dafür und dann natürlich wesentlich effizientere. Kann man es nehmen und ist es ungesund? Ja, man kann es nehmen und nein, es ist nicht ungesund. Also insofern, es ist gut, aber bei weitem nicht so effizient, wie andere es wären. Never Give Up schreibt, hey Götti, mal eine Frage. Glaubst du nicht eher, dass dein Erfolg, warum steht das eigentlich in Anführungsstrichen, beim Training eher darauf zurückzuführen ist, weil du über 4000 plus Kilokalorien pro Tag isst, also schon sehr gut reinhaust im Vergleich zu den normalen Leuten. Weil du sagtest mal, dass viele im Gym nach Jahren des Trainings immer noch gleich aussehen etc. Ist dafür nicht der Hauptgrund, dass sie einfach nicht genug Kalorien zu sich nehmen? Und nicht, dass sie nach den Hipster-Trainingsplänen trainieren, jeden Muskel 2 bis 3 Mal die Woche?
Also meine Vermutung ist einfach, dass viele bei den Kalorien Mist bauen. Auch viel falsches Essen generell und nicht, dass sie den falschen Trainingsplan fahren. Ich denke mal, ein Video dazu würde euch alle interessieren. Naja, hier ist es. Böse gesagt, mit 4000 plus Kilokalorien kann man doch nur aufbauen, wenn man nicht gerade wie ein kleines Mädchen trainiert. Liebe Grüße. Ich nehme es nicht böse und es ist ein sehr interessanter Aspekt dahinter. Zum einen kann ich nur zustimmen, die Ernährung ist unheimlich wichtig. Aber ich glaube, der Groschen ist gefallen, der Drops ist gelutscht, das weiß man jetzt schon. Und die meisten Trainierer da draußen, die sich nur ein bisschen damit beschäftigen, die wissen, okay, Ernährung ist eigentlich das A und O. Warum das A und O? Was ich gar nicht mag, ist immer wieder eine prozentuelle Verteilung festzusetzen. Die meisten, und was denkst du, 50-50 oder Ernährung ist schon 80-20, oder? Das ist definitiv falsch. Dann sage ich immer, nee, so 100%. Ah, aber Training? Ja, auch 100%. Wie? Also, stellt euch das mal vor mit dem Auto zum Beispiel. Wie viel Prozent, wenn euch jemand fragt, mal jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Prozent macht dein Wagen so hochleistungsfähig? Sind es eher die Reifen oder ist es eher der Motor? Jetzt ist die totalitäre Frage, was ist, wenn ich die Reifen weglasse? Und was ist, wenn ich den Motor weglasse? Es ist beides gebraucht, beides nötig. Und deswegen, Wagen ist ohne Reifen nicht denkbar und auch nicht ohne Motor. Und deswegen muss man es eigentlich separieren. Und das auseinanderzuhalten, wie viel Prozent nimmt man es zeitlich, Qualität, keine Ahnung, das kann man einfach nicht vergleichen. Ihr müsst eure Ernährung auf 100% haben, aber ja, ihr braucht auch ein 100%iges Training. Jetzt kommt es aber. Das Training sind nur dreimal 1,5 Stunden pro Woche. Das ist es. Damit kann man von Anfänger bis hin zu weit Fortgeschrittenen, die Kevin Gebhardts da draußen, kann man damit Muskeln aufbauen. Das ist das Volumen des Trainings. Aber Ernährung muss tatsächlich so ziemlich 24 Stunden am Tag stimmen. Das, was ihr zu euch nehmt, wie ihr es zu euch nehmt, die Qualität davon natürlich und wie viel davon. Insofern, das ist die Wahrheit, die da drin steckt. Und ja, auch muss man mutig genug sein, wenn man wirklich Masse und Muskeln aufbauen will, auch mal ins in den Kalorienüberschuss zu gehen. Und das trauen sich kaum noch Leute, weil sie alle meinen, sie müssten lean bleiben, in Diät leben. Dann macht das eher durch mehr Bewegung wieder weg. Aber ihr müsst fressen. Und damit kommen wir aber auch schon an die Grenze. Denn wo ich nicht mehr zustimmen kann, ist der letzte Satz, wo behauptet wird, dass, böse gesagt, kann man doch dann nur aufbauen. Ja, aufbauen definitiv. Die Frage ist nur, baut man Qualität auf? Und hier ging es ja so ein bisschen um das Video, was ich rausgebracht habe mit meiner Ernährung und ob mein Erfolg daran liegt. Die meisten, die so viel essen und deswegen staunen so viel und sagen, wie kannst du nur so aussehen bei so viel Kilokalorien? Ich nehme nur 2500 zu mir oder so, sind ja nicht erstaunt, weil ich dabei zunehme, sondern die sind erstaunt, dass ich dabei nicht Bauch habe, weil sie es gewohnt sind. Das heißt, die meisten, die so viel essen, nehmen auch an Stellen zu und werden fett. Und damit stimmt das nicht ganz, wenn man es aufs Bodybuilding münzt. Ja, du wirst zunehmen, klar. Wenn du 5000 isst oder 6000, werden die meisten zunehmen, aber dann eben auch Fett und die Form verlieren. Aber was du ja eigentlich meinst, ist, dann kann man doch nur gut aussehen. Das heißt, breit, stark, muskulös, Adern raus und lean werden. Und das stimmt nicht. Da muss man wissen, was, wie. Und das ist nicht eben nur darüber zu steuern. Und wenn dann das Training nicht stimmt, weil man einfach nur frisst und du hast kein hartes Training oder du machst nicht genug Cardio oder sonst irgendetwas, dann wird es schwer. In meinem Fall ist das nicht so. Ich muss kein Cardio machen. Mein Stoffwechsel ist darauf getrimmt, dass ich eher sau viele Kilokalorien brauche. Aber das ist eben ein anderes Thema. Damit stimmt es zumindest nicht ganz. Die meisten, die so viel essen, würden auch dann entsprechend ihre Figur wahrscheinlich verlieren. Aber ja, wiederum, viele müssen eigentlich den Mut haben, um mal mehr zuzunehmen, statt ein Strich in der Landschaft zu bleiben. FIFA 22 Pro Clubs Goals. Bin von Natur aus dünn, aber kräftig. Beim Beintraining kann ich viel Gewicht bewegen, nur die Muskulatur weigert sich zu wachsen. Was kann ich da tun? Viele haben genau dieses Problem, dass sie kräftig sind, da allerdings irgendwie die Masse nicht aufbauen können. Jetzt können das viele Faktoren sein. Ich werde jetzt einfach ein paar mal nennen. Und ihr da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen und ganz besonders du natürlich, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht so wieder rezitieren kann,
wirst vielleicht am ehesten eine Checkliste daraus machen, habe ich das schon mal gemacht oder wäre das mal ein Tipp, das zu verfolgen? Und ja, beim Bodybuilding, das betone ich öfters, ist es schwer. Wenn ihr jetzt einen Tipp davon annehmen wollt, dann reicht das nicht für eine Trainingseinheit. Und mal gucken, oh, hat es was gebracht? Leider ist die Testphase, und da musste ich auch durch, immer so um die 2 bis 3 Monate lang. Ein Tipp nur, wenn ihr alles gleichzeitig ändert, wisst ihr nicht, was es jetzt davon war. Deswegen, ihr müsstet eigentlich jetzt die Checkliste, wenn ihr 4 Dinge bemerkt und alle 4 treffen, nicht auf euch zu, müsstet ihr die eine Sache mal für die nächsten 2-3 Monate testen, dann die nächste Sache und so weiter, dann findet ihr raus, wie eure Beine reagieren. Also, viel Kraft, dabei noch dünne Beine. Wie kommt das? Zum einen sind unsere Beine meistens sowieso etwas kräftiger. Uns kommt es dann vor, als hätten wir besonders viel Kraft, aber wenn wir es wiederum mit anderen vergleichen, so viel mehr Kraft muss das nicht sein. Aber vielleicht hast du auch gelernt, besonders viel gleichzeitig Muskelfasern zu rekrutieren in den Beinen, dann ist das gut und dadurch kommt die Kraftleistung zustande. Warum kommt die Masse nicht hinterher? Zum einen, ich nenne jetzt mal einen der größten Kardinalsfehler, die meisten machen, ist, dass, ich kriege eine Nachricht mittendrin, sie die Beine nicht genauso trainieren wie die anderen Muskeln, die wachsen, weil sie da nicht gewohnt sind, bis zur letzten Wiederholung zu gehen. Ja, es ist anstrengender, ja, es ist härter und viele tendieren auch dazu, gerade die Beine mit höheren Wiederholungen zu trainieren, 15, 20, 25. Und wenn man mit höheren Wiederholungszahlen trainiert, neigt man auch dazu, nicht bis zur letzten Wiederholung zu gehen. Es wird schwerer, es brennt mehr, man ist unkonzentrierter, man verliert die Konzentration in einem Satz, der über eine Minute geht. Und dann kommt wiederum das erste zustande, man geht nicht bis zum Ende. Während man beim Bankdrücken, wenn man nur 6 oder 8 Wiederholungen macht, ziemlich schnell, ziemlich übersichtlich und ziemlich eindeutig ans Ende kommt. Also hier, was macht ihr anders als bei eurem anderen Training? Untersucht das einfach mal selbst, unabhängig von dem, was ich jetzt gesagt habe. Wie trainiert ihr eure Brust und was ist der größte Unterschied dagegen oder euren Bizeps zum Beintraining? Und viele von euch werden genau das rausfinden. Das ist eine der Sachen, dass ihr bei den Beinen nicht so sehr bis zum Ende geht wie bei den anderen Sachen. Geht mal von den Wiederholungen genauso weit runter und denkt nicht, die Beine kann ich mit 25 trainieren, die Brust, nee, da geht's auf Maxkraft oder auf 6 Wiederholungen. Nein, macht es mit den Beinen mal genauso. Habt da Geduld und trainiert es mal genauso. Versucht bei vielen Übungen, das kann man nicht bei allen machen bei den Beinen, das stimmt. Kniebeugen zum Beispiel, da gibt es kaum einen, der bis zur letzten Wiederholung gehen kann, weil das würde heißen, ich komme nicht mehr hoch, jemand müsste mir helfen und dann setze ich das Gewicht, ansonsten fällt mir das Gewicht runter oder so. Das geht dann natürlich nicht, aber das könnt ihr mit Maschinen machen, mit der Beinpressmaschine hervorragend, beim Beinstrecken, Beinbeugen, bei den Isolationsübungen, bei allen könnt ihr das machen. Macht ihr das da auch? Macht ihr da auch ein umgekehrtes Pyramidentraining, 6 Wiederholungen und es geht nicht mehr, dann 8, dann 10, dann 12? Ich wette, die meisten tun das nicht. Vielleicht wachsen die Beine deswegen nicht. Manche trainieren sie zu selten, andere wiederum, das ist die zweite Sache, trainieren sie zu oft. Weil man denkt, ach, die Beine trainiere ich doch dann 2-mal die Woche. Die haben sowieso schon einen Dauertonus, weil wir uns immer auf den Beinen befinden. Und ich habe gemerkt, dass meine Beine echt gut wachsen, wenn ich sie nur alle 9 bis 10 Tage trainiere. Ja, jetzt werden schon wieder viele meckern, nicht auf meinem Kanal zum Glück, weil die es mal langsam gelernt haben. Aber da draußen bei YouTube natürlich, oh mein Gott, es ist doch die Proteinsynthese und bla und man sollte es alle 2,5 Tage machen. Klar, macht es gerne weiter, wenn ihr es einfach fest in euren Köpfen habt, diese YouTube-Regel. Aber andere und viele Kommentare, wenn ihr euch die Mühe machen wollt, lest es mal auf diesem Kanal unter den entsprechenden Videos, haben echt Erfolg und berichten es. Und das sind schon Leute, die seit 30 oder 40 Jahren trainieren. Da kann sogar ich nicht mithalten von meiner Trainingserfahrung. Und ich bin schon seit 24 Jahren dabei. Aber ja, die trainieren so lange und sagen auch, ich trainiere die Beine alle 10 Tage und sie werden dicker und dicker und kräftiger und kräftiger. Auch das kann man mal versuchen. Heißt, zweite Sache, trainierst du sie vielleicht zu oft oder trainierst du sie vielleicht zu selten, weil viele sagen, ich mache ja schon Fußball, dann muss ich gar nicht trainieren. Trifft jetzt natürlich nicht auf dich zu. Also, gehe ich bis zum Ende oder wie häufig trainiere ich sie? Dann Workload, mache ich zu viel oder mache ich vielleicht zu wenig dafür? Gerade die Beine, trainiert ihr jetzt so viele Sätze dafür wie auch für die Brust? Vielleicht brauchen die ein paar Sätze mehr, ist okay, aber auch nicht zu viel. Manche von euch neigen dann vielleicht dazu, an einem Beintag mal eben 6 Übungen zu machen oder so. Ist gar nicht unbedingt nötig. Testet auch mal das. Wie sieht es aus? Wiederholungsradius habe ich ja schon was zu gesagt. Geht auf einen ganz normalen Bodybuilding-Radius zwischen 6 und 12 Wiederholungen, aber nicht mehr. Und denkt nicht, ja, ihr müsst hier 15, 20, 25 oder sogar noch mehr machen. Dann habt Mut auch mal auszuprobieren, ob Teilwiederholungen euch eher zum Ergebnis führen, zum gewünschten.
Und zwar, viele denken immer, oh, die Full Range of Motion, nur die stimmt und nur dann können die Beine wachsen. Auch so eine YouTube-Regel. Gut, es gibt Bodybuilder da draußen, die haben krasse Beine und die trainieren tatsächlich die Kniebeuge dann nur im oberen Teil oder nur weit unten. Roman Fritz hat dazu schon mal etwas gesagt und das findet ihr sicherlich auch in seinen Videos, wo er auch erzählt hat, hey, ihr müsst es fühlen, ihr müsst wissen, wo euer Oberschenkel am besten aktiviert wird. Und gerade, ob man jetzt unter den 90-Grad-Winkel kommt oder darüber, kann ganz andere Muskelteile, mehr den hinteren und den Gluteus oder mehr den vorderen Quadrizeps mit eintrainieren. Das heißt, bleibe ich weiter oben, ist es vielleicht genau da der Muskel, der besser aktiviert wird und besser isoliert wird. Bringt vielleicht eine ganze Menge mehr. Dann kann man entsprechend auch vielleicht mal mehr Gewicht drauf tun oder mal weniger, weil man über Full Range of Motion geht. Auch das ist eine Sache, die man mal überprüfen könnte. Habt ihr einen guten Wechsel zwischen Grundübung und Isolationsübung? Nicht, dass ihr die Isolationsübung rauslasst, weil euch irgendjemand gesagt hat, nee, nur Kniebeuge bringt's. Und bei den Kniebeugen, ja, die wahre Beinübung, machen eben die meisten genau all die Fehler, die ich vorher genannt habe. Macht man einmal Kniebeugen, kann man kaum noch bis zur letzten Wiederholung gehen. Klar, man muss ja irgendwo die Hantel einhängen. Und dann hört man meistens weit vorher auf. Damit so richtig ausreizend geht vielleicht gar nicht für den einen oder anderen da draußen. Andere Beine werden davon wachsen. Ich sage gar nicht, dass es überhaupt nicht geht, aber manche müssen eben bis zum Ende gehen. Pausenzeiten zwischen den Sätzen. Viele neigen dazu, gerade bei den Beinen, weil es das zentrale Nervensystem belastet, erst recht, wenn ihr den Fehler macht, 20, 25 Wiederholungen zu machen, sehr lange Pausenzeiten dazwischen zu lassen. Aber auch da, macht mal so lange Pause wie zwischen den Bizeps oder den Brustsätzen. 2, 3 Minuten, dann geht's an den nächsten Satz. Macht ihr das? 12 Sätze durch und dann nach Hause? Und was ich letzten Endes noch empfehlen kann, das Beintraining nicht stiefmütterlich zu behandeln. Heißt, was ich sehr oft mache, gerade beim Beintraining, dem anstrengendsten Training mit Abstand in der Woche, ein Tag davor Pause, also nicht davor noch Rücken oder Brust oder sowas trainiert. Nein, die Einheit, die letzte Einheit davor war vor 2 Tagen, dann kommt ein ganzer Tag Pause und dann geht's ans Beintraining. Das heißt, dazwischen sind so ziemlich 48 Stunden seit dem letzten Training. Eure Kohlenhydratspeicher sind bis oben hin wieder voll, ihr seid regeneriert und ihr habt vollen Zug drauf. Und jetzt kommt's, nach dem Beintag immer ein Tag Pause. Wie gesagt, es ist der anstrengendste Tag für euch, für euer zentrales Nervensystem, für alles. Danach kommt Pause. Nicht direkt weitermachen. Und dann haben sie auch Zeit, danach zu wachsen und sich zu erholen. Versucht mal, all diese Tipps irgendwie abzuchecken und dann sag mir mal bitte, du ganz persönlich, machst du das schon? Bleibt dann immer noch was übrig? Da muss man mal woanders nachforschen. Nun gut, das war's jetzt erstmal mit dem Q&A bis hierhin. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich wissen. Ansonsten mehr in die Kommentare. Pusht das Ganze fleißig weiter. Schaut mal auf Protein Arena vorbei. Viele von euch haben sich nach dem Booster erkundigt vom letzten Mal. Und dazu wird auch noch was kommen. Aber feuert es hier gerne schon mal an. Wollt ihr unbedingt den Booster haben? Wollt ihr wissen, was der Gotti Booster ist? Wollt ihr mal wissen, was der perfekte Booster ist? Und wie das perfekte Booster-System aussieht, dann lasst es mich wissen. Freut mich natürlich dann, wenn ich das höre. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Da gibt es noch eine ganze Menge zu sehen. Und vielleicht beantwortet das ein oder andere Video auch eure Fragen. Bis dahin, macht's gut, euer Gotti.